Hallo meine Lieben, hier ist der Player with Heart and Soul. Heute machen wir bei Shining Force weiter. So, ich habe ja gesagt im letzten Part, dass ich die ganzen Waffen mache und so. Im Off habe ich auch. So, hier waren wir noch nicht. Ja, hat zwar nicht viel gebracht mit den Waffen. Aber besser als nicht. So, das war ein neues Boot, aber brauche ich gar nicht. Komm da ganz gut hin. So, komm. Ne, die anderen kann ich gar nicht besteigen. Bin ja auf den nächsten Kampf gespannt. Mir fällt die meisten. König schauen. Da waren nicht. Priester brauchen wir keinen. Haben ja alle wieder auf die Beine gestellt. So, König. Mal schauen, ob der was Neues weiß. Ah! Oh, er will ein bisschen Geld dafür. Nö, zahlt mir nicht. Und so kommt mir die heftigen Reparaturkosten doch noch umgehen. Und hier wartet uns schon wieder ein Kampf auf dem Schiff, oder? Ja. Und das Schiff will einfach. Ja. Immer angegriffen werden. Schauen wir mal, was jetzt für Gegner gibt. Man kann zwar immer schauen. So, welche Gegner es gibt, aber keine Überraschung eigentlich. Ja, so, hier von diesen Schwarzen da unten. Oh, da ist ein neuer. Und, blöde Pegasus. Okay. Absolut billig, sage ich mal. Der Kampf der Gargoyle wird auch nicht gerade so hart sein. So, teilen wir wieder ein bisschen auf. Oh, da kommen sie schon. Na, Wahnsinn, Reichweite, die Vögel. Unsere Hauptfigur hat jetzt auch einen Ring. Kann jetzt ein paar Schritte mehr gehen. Oh, lächerlich. Ledermaus, lächerlich. Sehr geil. Aber die werden noch ein bisschen was abbekommen. Die sind noch nicht so stark. Ja. 8 Punkte. Out, out, out. So. Ken, kann der noch schießen? Ja. Weil ich habe, glaube ich, einigen eine Lanze gegeben. Und eine Lanze ist Nahkampf. Und schießen ist doch ein bisschen besser, aber macht halt weniger Schaden. Oh, die Vögel brauchen echt ein Level up, mindestens noch 3 Stück. Aber was will man machen, wenn die treffen? Heiler hierher. Die linke Seite. Arthur. Ja. Bisschen was. Oh! Habt ihr es gesehen? Da kamen doch tatsächlich noch 2 Gegner dazu. Ja, das kann auch passieren. Ein Kampf war doch ja nicht passieren. Das ist so vorprogrammiert. So soll es auch sein, diesen Kampf. Na, schauen wir mal. Michi und die Mega Hauptfigur und Spam weg. Nein. Kriegt noch ein bisschen Attacke. Geben auch wieder kaum noch Erfahrungspunkte. So. Luke darf auch einen killen. Sonst ist er beleidigt. Unser bester Fighter.
Also ein bisschen weniger Magie. Und die gute starke May. Ja, die hat diese Lanze, habe ich gegeben. Kann jetzt also das noch Nahkampf ran. So, wirklich gern zur Heilung. Dass wir das Problem jetzt ganz schön angreifen und keine Punkte machen. Ach, das blöde Fledermaus will echt wissen, oder? Ein Punkt Schaden. Oh, hab so Angst. So. Aber ich hab lieber, wenn die halb Pferd, halb Mensch schießen. Über Distanz. Kann man viel besser planen. Und ein Level up. Sehr wenig. Defense wieder. So. Hi. Da sind keine Gegner mehr. Die Heiler laufen da ein bisschen runter. Passt auch. Nee, nee, nee. Ein Punkt Schaden. Aber sollte man froh sein. Weil so 10 Punkte Schaden. Eingekreist und Game Over. Oh. Und? Oh, auch sehr gut. Die machen auch keinen Ärger mehr. Ja, und Heilung ist ja wichtig. Man sieht, Level 7. Ja, so Lucky Punches für die Heiler sehr selten. Wie jetzt auf der rechten Seite der Gegner mit noch 2 HP hält, wo locker dann ein Heiler weghauen könnte und 48 Punkte kriegt. Und hier durch eine Heilung kriegt sie wie viel? 11 Punkte. Und 11 Erfahrung. Aber Arthur braucht ja auch was. So, reicht endlich? Ja. Ja, auch wieder lächerlich. Oh, es werden immer mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das Spiel hat 8 Kapitel und wir sind ja im 5. schon. Oh, nicht ganz. Die Kapitel hat immer 2 Kämpfe, also so lang bis zum Ende ist es auch nicht mehr. Okay, das sogar. Ach, den einen Punkt. Lassen wir mal. Ah, geht so schnell. Klug. Ah, der ist so gepowert. Den lassen wir mal ein paar Punkte aussetzen. Ja. Oh, die haben 25 Grünen. HP meine ich. Ah, die anderen haben 21. 4 Punkte hin oder her. Hm. So, wieder. Fit. Ah, wie komme ich da rum? Alles im Weg. Und? Ah. Könnte man fast denken, ich sollte diese Vogelmenschen doch echt austauschen. Weil die sind stärker als
diese 9er bekommen habe. Oh, da unten reinzaubern, der richtig gute. Oha! Contra-Tex! Luke, ein Damage. Oh. Jenny braucht auch noch was. Müsste auch schon Level 5 sein. Zwei Schläge ausgewiesen. Oh. Ach, das fällt doch der Heiler der Mage aus. Weicht sogar aus. So. Ich glaube, wieder Heilung ist angesetzt hier. Der untere. Mal schauen, wenn man den promoten kann. Den geballt. Ja, bald und schon ist es. Und ein Spell gelernt, habe ich noch gesehen. Low. Arthur. Ja, mach den einen. Mach den Punkt hier. Wenigstens eine Fledermaus weniger hier. Was hat die noch drauf? Volle Punktzahl. Aber ich greife mal normal an. Gibt auch zwei Erfahrungspunkte. Oha. Noch eine erschienenen. Was kann man da sagen? Muschel? Sieht aus wie eine Muschel, oder Leute? Ja. Wir zaubern mal hier. Zwei Erfahrungspunkte dürfen. So, und weg, oder? Ja. 39 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Ach, wieder nicht getroffen. Auf den gehen wir. Blöde Fledermaus, weil die weicht ja mal aus. Ah, riesen Reichweite und Arm, wie schon oft gesagt, aber halt echt gut ist. Bekommen die Do-Charakters mal richtig was Schönes. Sechs Erfahrungspunkte nur noch. Und 9 Punkte Schaden. Habt ihr irgendwas? Da haben wir was. Ja, 6 Punkte. Level 3. Attack 1. Defense 1. Nicht grad viel. Oh, die größeren. Ja, 10 Punkte. Oh, jetzt geht's auf den Heiler. Na, jetzt bin ich gespannt. Und, oh. Ja, die Grünen sind ein bisschen stärker. So, Heiler gegen Heiler.
hätte ich dich auch selber heilen können. Ich weiß gar nicht, ob es dann Erfahrungspunkte gibt. Keiner braucht doch wieder Heal. Also hauen wir drauf. Huhuhu, hier ist das Schöne zum Zaubern, oder? Ja, so drei Muscheln. Oder Fellfische. Mal anhauen hier. Und einen sogar getötet. 33 Punkte. Ja. Loop gegen Pegasus? Ja. Das ist aber richtig. Die Nerven nehmen dich immer ein bisschen. Und wenn schon einer weniger da ist, ist das auch nicht schlecht. Ja, das reicht. Blaze Level 1, 4 HP. So. Kein Level Up. Schade. Und jetzt kann die grüne nicht. Die grüne Muschel kann einfach nicht. Ah, hier muss ich in den Nahkampf fahren. Und sonst nirgend mit der Mäh. Ja, wir sind überpowered durch den einen tollen Kampf, den ich zigmal wiederholen musste und fast alle promotet habe. Das war in Part 10, wer es wissen will. Und ein Punktchen. Oh, jetzt kommt der Gargoyle. Und weg, oder? Oh, der kann auch noch zaubern. Haha, tja. Ja. Zauberspruch wirkt nicht beim Vogelmensch. Ja, der war gut. Ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen weg und hau auf die normalen Muscheln hier. So, ich glaube, wenn ich den Gargoyle töte, ist der Kampf vorbei und da liegen noch zu viele Erfahrungspunkte. Und Level Up, sage ich ja. So, 7 Punkte. Mal schauen, ob das hinhaut. Ah, 6 nur. Ja, bei so wenig Schaden, ein Punkt immer, lohnt es gar nicht zu heilen, ey. Ach, Pegasus. Müsste ich mal in der Hauptfigur versuchen. Ja, den Versuch haben wir ihn gestattet, aber bringt nichts. So, hat der jetzt immer noch 5. Immer noch kein Lucky Punch mit einem Punkt, aber wäre eh ausgewichen. Oh, komm da unendlich, dass wir den Gargoyle getötet haben. Das ist eine harte Entscheidung, einen Endloskampf draus machen und Punkte ein bisschen farmen. Aber irgendwann gibt es keine Gegner mehr, weil ich bin schneller im Killen als die kommen. Der hat doch so viel Speed, ich so krieg ja erst nicht hin, den zu treffen. Ups, ja. Ein Punkt. Ja, da ist der Gargoyle. Interessanter. Oh, der killt den Doppel. 18. Und Level 9 schon. Und nehmen wir, dürft doch alles töten. Okay.
So gefährlich war der auch nicht. Ein Pünktchen hat er noch. Nehmen wir den hier. Pegasus. Wetter. Nerven. So. Ja, 5 Punkte hauen wir weg. Wir könnten jetzt 5 Runden lang mit dem Heiler draufhauen, aber machen wir doch nicht. Ach, Ken, Level 4, kann auch nicht. 48 Punkte brauchen jetzt, 48 Punkte gibt es hier. So, 2 Muscheln noch. Oh, Arthur hatte noch wenig KP. Da habe ich gedacht, ich komme mal aus dem Kampf ohne Tote raus, aber leider nicht. Reicht auch noch aus. Oh, da ist eine ganz volle Muschel. Aber tödliche Attacke 19 Punkte. Und auch der Level 2 Attack 1, Defense 2, Speed 2, Maximum Hit Point. Einer. Ach, halt dich mal selber. Schau mir, ob das auch Erfahrung gibt. Ja, 17. Hat noch so viel HP, aber ist schon Level 7. Ja, bevor noch eine Muschel aufkauft. So, werden wir das ganze Spielchen hier mal. War glaube ich die letzte und Level 6 der Attack 4 Punkte, Defense 1 und Hit Point 8. So, das hört sich doch cool an. So, natürlich. Ah, das war Kapitel 5 Ende. Okay. Aber das Schiff ist schon wieder ein bisschen beschädigt, oder? Kapitel 6. Also 6, 7, 8, noch 3 Kapitel noch vor uns. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann schauen wir mal unsere neue Stadt an. So, lauter Kinder hier. Zettel. Schauen, was draufsteht. Aha. Ah, das ist zugenagelt. Aber da. Blöde Tür. Ah, da hinten ist der Treppe. Auch nicht schlecht. So, schauen wir mal raus, wo wir gelandet sind. Ah, wie das war. Komische Stadt. Ah, hier geht's. Da rum. Ha! Der Hund lässt uns nicht vorbei. War der Freund da aufgestanden? Aber einen Priester sollten wir aufsuchen. Wir haben noch einen Promote. Schauen wir mal die Waffen an. Oder Items. Schauen wir mal. Heilkräuter, lang. Nö, wir brauchen nichts anderes.
Das Schwert, Stromlanze ist glaube ich neu. Die Axt habe ich probiert. Ja, Stabe sind wir doof. Weil ja die Heiler und Magier nicht richtig draufhauen. Das ist ein Riss. Gibt es was zu suchen? Nichts da. Okay. So. Hier war ich noch nicht. Ah, die Räume sind immer so klein. Und wir haben wieder einen neuen Fighter. Aber unsere Gruppe steht doch. Ja, ich habe einige Kämpfer hier übersehen, habe ich gemerkt. So ein wie der Luke gibt es nochmal. Der war ganz am Anfang, aber ich habe ihn zwar angesprochen, aber er wollte da sich nicht anschließen. Ah, der Priester. Ja, einen Toten auferstehen lassen. Ja, und schauen wir mal, was der Heiler jetzt wird. So. Heal, okay. Du. V-I-T-A. Was? Ja, im Internet gibt es eine Liste, wo das Ganze steht. Mit diesen Abkürzungen. Oh, da ist aber einiges kaputt in der tollen Stadt. Ach, Kisten. Schaumeter. Holy stuff. Das gibt doch schon mal was für unsere MP-Träger. Okay, dann Platz. Dann schauen wir mal. Das schnell weitergeben. Das ist doch nicht für unsere MP-Träger. Oder doch? Keine Entscheidung. Geben wir mal. Der Tau und schauen mal, wenn wir ausrüsten. Na, verdrückt. So, schauen wir mal. Nee, doch nicht. Alle können haben, aber vielleicht doch für unsere Dingklassen. Pferderassen. Halb Mensch. Halb irgendwas. Halb Mensch, halb irgendwas. Wieso kann ich da nicht durchgehen? Achso, weil ich ein Stück höher bin. So, da ist der Weg gespart. Okay. Hier gibt es aber eine Menge Kinder, oder Leute? Kein König? Lauf doch nicht davon. Wenn sie weglaufen sollen, laufen sie nicht. Mit dem Huhn könnte ich auch reden. Egal. Also der einzige Weg war jetzt dieser versperrte Weg mit dem Hund. Hauptquartier ist Hauptquartier. Also wenn der Teppich
voll wäre, also mit mir, hätten wir eine totale Gruppe, oder? Nein, das sind halt die, was dabei sind, die anderen sind da hinten, genau. Dachte mir doch schon, hab doch mehr Kämpfer gefunden. Aber ist auch mal schön zu zeigen. Oh, ein älterer. Ah, bei dem war ich schon. Oh, das könnte interessant sein, wenn man hier was sucht. Habe ich den Zettel hier schon gelesen? Müssen wir ihm irgendwas geben? Der einzige Weg, wo ich noch darf. Aber ich habe hier noch keinen neuen Gegenstand bekommen. Also was könnte das sein? Älterer? Habe ich mit denen eingesprochen? Naja, keine Erwachsenen erlaubt. Ich geh nach Hause. Sehr witziger Spruch. Immer diese Kinder. Dass du also rauskommen tun wir wohl überhaupt nicht. An keiner Seite. Seitdem war ich auch schon bei den Händlern. Ich bin natürlich wieder am Weg. Aber da war auch nicht. Das wird interessant zu finden. Die eine Stelle, wo es weitergeht. In so einer Stadt immer. Normalerweise besteht das Spiel ja nur aus Kämpfen. Ach, da haben wir die Figur gefunden. Ja, okay, ich sehe gerade, die Zeit ist eh vorbei. Dann werde ich mich mal erkundigen, wo es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part bei Shining Force. Euer Player with Heart and Soul sagt Tschüss.